you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will house to my heart. Until you will house to my heart. Until you will house to my heart. I'll hide the moon. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe 10 Meilensteine des Jazz. Diese Produktion zum Schwerpunktthema Jazz im Rahmen des Baden-Württemberg-Abiturs wird mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg sowie der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg erstellt. Wir als Band in the Bigs haben uns neben unseren vielfältigen Aktivitäten in Radio-Big-Bands, in Sinfonieorchestern, mit Ensembles, mit der Verknüpfung aus Klassik und Jazz, Bands und Sinfonieorchester, all das, was man so schön machen kann, dem verschrieben, dass wir die Geschichte des Jazz hörbar machen wollen. Wir lieben es, Themenabende zu machen. Wir nehmen ganze Epochen des Jazz, wir nehmen einzelne Interpreten oder Komponisten oder manchmal sogar ein einzelnes Album eines Interpreten und widmen diesen einen ganzen Abend, indem wir unsere Versionen spielen und darüber improvisieren. Gerade haben wir eine historisch inspirierte Version des Stückes Ornithology von Charlie Parker und Barry Harris gehört. Dieses 1946 bei Dye Records erschienene Album heißt deswegen Ornithology, Vogelkunde, weil Charlie Parker den Spitznamen Bird, Vogel, hatte. Der Trompeter dieser Aufnahme ist übrigens der 19-jährige Miles Davis. Die Komposition umfasst aber nur die Melodie. Das Akkordschema wiederum dieses Stückes ist das 1940 entstandene How High the Moon, Musik eines Broadway-Musicals. Und so haben es die Bebop-Musiker gemacht. Sie haben bereits bestehende Akkordschemen genommen, manchmal auch selber komponiert, aber in diesem Fall ein bereits bestehendes Akkordschema und haben eine hochvirtuose Melodie dazu geschrieben. Und dann wurde improvisiert, es wurde immer schneller improvisiert, man hat sich gegenseitig die Bälle zugeworfen und es war eigentlich die Jazzrichtung, in der Popularität und Können eigentlich am nächsten zusammen waren. Und trotzdem litt Charlie Parker darunter, dass er nie die Popularität eines Duke Ellington oder Count Basie mit ihren großen Swing-Orchestern hatte. How High the Moon hat 32 Takte, wie so viele Stücke des American Songbook. Die Form ist ABAC. Und das Interessante an dem Stück ist, dass es drei tonale Zentren hat. Es beginnt in G, was die Grundtonart ist. Dann transponiert es einen Ganzton tiefer nach F-Dur und dann nochmal einen Ganzton tiefer nach S-Dur. Das klingt dann so. Das heißt also, man sollte als Jazzmusiker immer in eigentlich allen Tonarten spielen können. Der 1920 in Kansas City geborene Altsaxophonist Charles Parker Jr., genannt Charlie Parker, gilt bis heute als einer der einflussreichsten Musiker im Jazz und konnte garantiert in allen Tonarten spielen. Er ist der Erfinder bzw. der Schöpfer des Bebops. Das ist eine Musikrichtung im Jazz, die den Swing als Hauptstilrichtung ablöste im Jazz und den Weg für den Modern Jazz bereitete. Wo kommt der Name Bebop her? Das ist bis heute nicht richtig hundertprozentig geklärt, aber man vermutet, dass sich die Musiker schnelle Phrasen, komplizierte Phrasen vorgesungen haben und dabei die Silben Be und Bob verwendet haben. Das hat vielleicht ungefähr sich so angehört. So könnte das vielleicht gewesen sein. Charlie Parker entwickelte seinen neuen Stil
nicht nur indem er harmonische Dissonanzen in seine Kompositionen einbaute und auch in seine Soli, sondern Charlie Parker hat vor allem die Artikulation verändert beim Spielen. Also das Jazz-Phrasing, um schnellere Tempi spielen zu können, hat er das Jazz-Legato angewendet. Die Saxophonisten vor ihm, zum Beispiel Willie Smith am Altsaxophon oder Coleman Hawkins, die haben ganz anders gespielt. Die haben ternärer gespielt, auch härter phrasiert. Ich mache das mal kurz vor. Oder mit Growl zum Beispiel. Das war Coleman Hawkins. Und Jazz Legato, Charlie Parker, das hört sich ganz anders an. Und dann hat er noch das Parker Tonguing erfunden. Das ist, man legt quasi die Zunge unters Blatt und droppt oder ghostet verschiedene Noten. Das klingt dann so. Charlie Parker hatte nie verkraftet, dass der Bebop in seiner Entstehungszeit nicht anerkannt wurde, beziehungsweise von einem breiten Publikum nicht akzeptiert wurde. Von den Musikern um ihn herum wurde der Bebop sehr wohl akzeptiert. Manche hielten Charlie Parker sogar für ihren Gott. Charlie Parker ist sehr jung gestorben, weil er sich unter anderem aus Verzweiflung und weil er Depressionen hatte, in Drogen stürzte, Heroin, Alkohol hauptsächlich. Und er starb mit 34 Jahren 1955. Und wie gesagt, er ist bis heute einer der stilprägenden und einflussreichsten Saxophonisten im Jazz und ein Vorbild für alle Saxophonisten. Beim Arrangieren von Ornithology habe ich tatsächlich keinen Stein auf dem anderen gelassen. Konstruktion durch Dekonstruktion sozusagen. Ich habe also diese melodischen Elemente genommen. Am Anfang des Arrangements erscheinen sie auch in dieser Swing-Form, aber sie mutieren dann zu einem echt heavy Funk-Rock-Swing. Und das ganze Stück ist sehr, sehr wild. Also noch wilder wie das Original, was ja eh schon sehr viel Power hat. Und im B-Teil, in der Bridge, verwende ich Akkorde, die in den 70er Jahren sehr populär waren im Fusion- und Jazz-Rock-Bereich. Die Brecker Brothers waren so eine Band, die diese Akkorde etabliert haben. Das sind sogenannte Slash-Akkorde. Bei Slash-Akkorden legt man einen Dur-Akkord meistens über einen akkordfremden Ton. Das heißt zum Beispiel am Klavier, die rechte Hand spielt einen F-Dur-Akkord und die linke Hand spielt einen Fis dazu. Das hört sich ungefähr so an. Der Olaf spielt jetzt mal den Anfang vom B-Teil. Nur die rechte Hand, das sind alles reine Dur-Akkorde. Und jetzt spielt er euch das Gleiche nochmal mit diesen akkordfremden Basstönen. Also dieses Stück wollen wir jetzt spielen und viel Spaß bei unserer Version von Ornithology.